Ja, Hallöchen, moin und willkommen zu einer neuen Folge von Leitstellenspiel. Jo, was muss ich da gerade sehen? Der hat Dortmund Peter Bosz verpflichtet als neuer Trainer. Jo, erster Gedanke. Oh, er ist definitiv sympathischer als Tuchel. Ob er fachlich besser ist, gut, muss man nach der ersten Saison sehen. Das kann man jetzt noch nicht beurteilen. Was mich so ein bisschen irritiert ist, dass er nicht lange irgendwo geblieben ist. Aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Das muss er selber für sich entscheiden. Wir schmeißen Einsätze ran. So, Fassadenteile drohen zu fallen. Ja, schicken wir mal neu Bogel hin. Die dürfen auch mal was tun. Großer Ringler, die ist hinten. Jo, dann machen wir mal hier gemeine Vollannahme. So. Dazu gibt es noch Polizei. Schicken wir erstmal das hin. Gucken wir weiter. So, gut, großer Feldbad, da dürfen eigentlich mal alle hin. Das ist ja ein Koblenz, ne, Hühnerrettung brauchen wir nicht, aber ja, wir brauchen nicht die Manpower. Also einfach alles hinschicken, was haben wir. So. Dann gibt's den hier noch. Und die gibt's auch noch. 29 Fahrzeuge. Läuft. LKW umgestürzt. Ich habe aber keinen Kran. Ja, schicken wir jetzt erstmal die hier hin. Müssen wir mal gucken. Boah, Kran ist jetzt, habe ich jetzt noch nicht. So mich ver. So, dann wollen wir mal erstmal die Krankentransporte durcharbeiten. Damit wir die hinter uns haben. Ja, dann machen wir uns mal einen Kopf, ne? Was wir machen. Paranoid. Von Warenholz nach Gifhorn. Ottoia-Straße, weiß der Geier, wo die ist. So. Der Ja, das sollte eigentlich mehr oder minder irgendwie unterwegs sein. Gucken wir mal. Ansonsten. Ich hab aber keinen Kran. Mensch. Was ist das für ein Scheiß? Kriege ich doch schlagartig schlechte Laune. Ich will
Kann hier ein Kranich kann Option sein? Ich meine, wir haben im ganzen Landkreis keinen Feuerwehrkran. Das ist so alles nicht schön. Das ist doch überhaupt nicht schön. So, hast du einen Stellplatz? Hast du. So. Oh mein, oh mein, oh mein. Na, das kann ja was werden. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ist ja schön das mit dem Kran, aber das sollte dann ja irgendwie Bergungsgruppe sein. Ne, also das kann man über das THW machen, da brauche ich nicht unbedingt die Feuerwehr für. Zumal es heutzutage kaum einer macht mit dem Feuerwehrkran. Das können sich die wenigsten leisten. Ne, also ich glaube, Hannover hatte oder so, ich weiß es nicht. Also, tut mir leid, also irgendwo was hinstellen, das hat mit Retten nichts zu tun, ne? Weil ich sag mal so, das heißt zwar bei der Feuerwehr löschen, retten, bergen und schützen, aber aus einer Gefahrensituation. Dann ist das in Ordnung. Aber ein LKW, der einfach umgekippt ist, das ist keine Gefahrensituation. Tut mir leid. Also das ist meine Meinung dazu. Ne, also da kannst du das genauso sehen, dass dann eine, wie ist hier, Doku gestern gesehen, Feuerwehr Bamberg, Katze aus dem Baum retten. Bitte? Die Katze kommt da alleine hoch, dann kommt die auch alleine wieder runter. Wo ich hochkomme, komme ich auch runter. Also eine ganz einfache Geschichte. Ne, das sagt mir schon alleine die Physik. Wo ich hochkomme, komme ich runter. Ne, und selbst wenn, also das ist selber schuld. Ne, selber schuld. So ist wie. Den suche ich jetzt nicht aus. So, wer kommt? Gasunfall in Werkstatt. Na denn. Bimmeln wir mal hier alle raus. Morning. Brenner LKW. Ja, das sollte Vordorf online hinkriegen. Glaube ich. Noch ein Krankentransport. Ei, ei, ei. Wir gehen so langsam die Fahrzeuge aus. Ja, nützt nichts, ne? Nützt gar nichts. Dann kann der mal. So läuft das doch. Was mir mal gerade zu den Kopf kommt. Da habe ich. Ich weiß nicht, wer das letztens gesagt hat. Hat das Grund gesagt? Der Minjas. Ich weiß es nicht. Ging das um das Thema. Ja, das ist schwierig, wenn ich mich selber nicht höre. Also, es tut mir leid, also mich würde das ablenken, wenn ich mich selber hören würde. Wozu muss ich mich selber hören? Ich höre doch das, was ich sage, also, ne?
Also ich höre mich doch. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt muss, dass man sich selber über die Kopfhörer nochmal hört. Zumal das Zeit verzögert ist. Ich weiß nicht. Das ist total komisch. Das ist. Wenn man es braucht, ich nicht. Hab ich doch alarmiert. Sag mal, bist du bescheuert? Drehleiter, Pol. Muss man nicht verstehen. Muss man überhaupt nicht verstehen. Gut. Ich trinke einen Schluck. Ups. Ja. Sieht schön aus, aber können mal was machen. Was hier? Westrunde und zwar der. Nee. Ja. 6 Stunden. Wie ist das eigentlich? Wenn jetzt der Streifenwagen, der auf Streife ist, einen Einsatz kriegt, geht er danach automatisch wieder auf Streife? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Sprechwunsch. Sag nicht sowas. Was willst du denn? Ja, du willst uns Krankenhaus anfangen. Na, dann mach das mal. Hier haben wir noch einen Containerbrand. Das kann die Feuerwehr Westerholz nicht alleine. Brauchen die noch. Komm hier. Schicken wir die beiden Fahrzeuge. Sollte reichen. Hoffe ich zumindest. Nach dem Krankenhausmord. Boah. Mir gehen die Fahrzeuge aus. Hier. Core TV. BD. Oh, das langt, das ist schön. Wenigstens etwas. So ein bisschen was, nicht? Ja. Ansonsten, was mir nochmal gerade einfällt. Ja, was wollten wir noch sehen außer Leitstellenspiel? Ich meine, nur Leitstellenspiel ist auch ein bisschen dünn. Ich hätte ja. Was könnten wir denn mal? Naja, also ich würde Prison Architect gerne weitermachen. Aber ihr wollt das jetzt scheinbar nicht. Ja, bei Mad Games muss ich sagen, also ein bisschen die Luft raus. Da tut sich irgendwie nicht mehr wirklich was. Außer mal so ein paar Konsolen neu. Aber so vom Spiel an sich her, da tut sich ja gar nichts mehr. Dann könnte man noch, was könnte man denn noch? Production Line müsste ich testen. Ja. Ja, müsste man alles testen.
Jo. Schreibt es in die Kommentare. Macht einfach mal Vorschläge und dann gucken wir mal. Genau. Schreibt in die Kommentare, macht Vorschläge, was ihr noch singen wollt. Und dann guck ich mal, was ich davon machen kann. Ansonsten müsst ihr mal bei Steam gucken unter Deppen Gaming. Da könnt ihr ja mal gucken, was ich so habe, was ihr so eventuell sehen wollt. Gut, jetzt so Titel wie Arma 3 und sowas kann ich natürlich nicht aufnehmen, ne? Das ist klar, ne? Aber ansonsten, okay. Gut, ich sag mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Wir hören uns, ne? Und ja, halt die Ohren steif, nicht? Tschüssing.